Freunde, meine Lieben, ich bin der Miro von Tomco und jetzt habe ich mir mal auch gedacht, dass ich die Zeit der Quarantäne ausnutze und euch was Sinnvolles zeige. Ich habe festgestellt, dass der Bart meines Partners etwas flauschiger geworden ist und dann dachte ich, das würde jeder zu Hause höchstwahrscheinlich auch mal gebrauchen. Dass du wissen, wie man damit umgehen kann und um den Bart zu Hause den Mann schneiden zu können, braucht man folgende Sachen. Ich gehe davon aus, was jeder so zu Hause haben kann. Also man braucht dafür einen Kamm, einen Trimmer, hat jeder Bartbesitzer auch zu Hause, einen ganz normalen Rasierer, zwei Handtücher, eine Schüssel mit warmem Wasser und einen Rasierschaum und eine Schere. Dadurch, dass ich ein Friseur bin, habe ich natürlich eine Friseurschere. Falls, wenn ihr keine Friseurschere zu Hause habt, könntet ihr auch eine ganz normale Hausschere anwenden. Also, wir reduzieren als erstes das Volumen auf den Seiten. Ich gehe mit dem Kamm einfach mal in den Bart rein. Lege ich das so, dass der Kamm tatsächlich in der Höhe vom Ohr gut anliegt und schneide ich mir alles das, was da absteht, einfach mit dem Trimmer ab. Danach den Kopf des Mannes einmal zurückkippen. Und das Wichtigste dabei ist, tatsächlich eine richtige Form von unten zu schneiden. Und sie sollte wie ein Bogen sein, der von oben nach außen weiter ausläuft. So, damit wäre die ganze Geschichte schön abgeschlossen. Das Modell ist zufrieden. Sicher. Ach ja, und falls das Modell sich dagegen wehren sollte, gibt es auch ganz gute Methoden, wie man da auch das Modell dazu vorbereiten kann.